Denn auch ich denke, wir sollten die Ordnung der Schöpfung respektieren. Der Mensch wird entweder als Mann oder Frau geboren, im Normalfall. Und mir ist wichtig, dass wir Kinder und Jugendliche nicht verunsichern, unnötig. Dass sie zum Beispiel prinzipiell ihr eigenes Geschlecht in Frage stellen. Was halten Sie von LGBTQ? Das fragen mich Jugendliche vermehrt in der letzten Zeit. Ich liebe nicht die Ideen von LGBTQ, aber ich möchte Menschen, die sich damit identifizieren, versuchen zu lieben. Das ist meine Antwort, kurz zusammengefasst. LGBTQ ist ein umfassendes Programm, das sich mit Fragen von Homo-, Bisexualität, Transgender- und Querthemen befasst. Mir ist wichtig, dass wir Menschen nicht diskriminieren. Für mich sind die Vorstellungen von LGBTQ nicht nachvollziehbar. Zum Beispiel die Idee, dass es beliebig viele biologische Geschlechter gäbe oder dass jeder Mensch sein Geschlecht selbst auswählen könnte. Die Natur zeigt doch rein biologisch gesehen, dass es eben zwei Geschlechter gibt, Mann oder Frau. Natürlich gibt es da Ausnahmen, zum Beispiel Zwitterwesen im Tierreich oder bei Menschen, intersexuelle Ausrichtung, die genetisch bedingt ist. Ich denke, Menschen, die davon betroffen sind, denen sollte man professionell helfen und sie respektieren. Und gleichzeitig denke ich mir, ist es nicht sinnvoll, aus einer Ausnahme eine Regel zu machen und zu sagen, jeder Mensch kann sein Geschlecht frei auswählen. Solche Ideen sind für mich nicht fortschrittlich. Zur moralischen Beurteilung mancher Aspekte der LGBTQ-Ideen finde ich ein aktuelles Lehrschreiben der US-Bischöfe sehr hilfreich. Sie betonen, es gibt eine Schöpfungsordnung, die Gott vorgegeben hat. Es ist zum Beispiel auch die Ordnung, dass der Mensch als Mann und Frau geschaffen ist. Es gibt nur zwei Geschlechter, das betonen sie. Und der Leib ist nicht einfach ein Instrument, das man irgendwie umformen könnte, beliebig. Der Leib hat eine Einheit mit der Seele. Und bemerkenswert ist auch für mich ihre Vorstellung, dass es moralisch verwerflich ist, den Körper umzuformen, eine Geschlechtsumwandlung zu machen durch Operationen oder durch chemische Verabreichungen. Und sie lehnen es auch ab, dass man Heranwachsenden Pubertätsblocker gibt, mit dem Ziel, das Geschlecht umzuwandeln. Zu bedenken ist für mich in diesem Zusammenhang auch, dass solche schwerwiegenden Eingriffe kaum mehr rückgängig gemacht werden können. Mir gefällt diese Position der US-Bischöfe, denn auch ich denke, wir sollten die Ordnung der Schöpfung respektieren. Der Mensch wird entweder als Mann oder Frau geboren, im Normalfall. Und mir ist wichtig, dass wir Kinder und Jugendliche nicht verunsichern, unnötig. Dass sie zum Beispiel prinzipiell ihr eigenes Geschlecht in Frage stellen. Ich liebe nicht die Ideologie von LGBTQ, doch ich möchte versuchen, alle Menschen zu lieben, egal welche Anschauung sie haben. Auch jene, die sich identifizieren mit der LGBTQ-Agenda. Dazu ermutigt mich ein Wort des Apostels Petrus, der in seinem ersten Brief schreibt: Seid voll Mitgefühl und Liebe zueinander.